So, und weiter geht's mit der Suche nach Redstone. Aber nicht nur Redstone, sondern halt natürlich auch alles andere, so wie dieses Jalorit für meinen Big Reactor und die Kohle und hier mein Redstone. Gut, da müssen wir jetzt immer nur ein bisschen aufpassen, wenn wir graben, weil wir hören ja, links und rechts ist Wasser bzw. Lava. Sollten wir da reinfallen, wäre es nur dann gut, wenn es Wasser wäre. Oh, guck mal, noch mehr Diamanten. War die Lava. Oh yeah. So viele Diamanten immer. Das ist schön. Zwei, drei, vier, fünf und noch Gold. So, was ist denn das da oben? Das sieht aus wie Uran. Uran können wir auch gebrauchen. Auch Uran funktioniert im Big Reactor. So, wollen wir mal wieder zumachen hier, ne? Damit es auch schick aussieht. Und die Party geht weiter. Aber erstmal was essen bzw. trinken. So, das ist kein Uran. So, was haben wir da? Zinn. Zinn ist auch gut. So, ich habe absolut keine Ahnung, ja, wo ich mich hier hingrabe, ne? Aber das ist halt so. Was ist das? Peridot? Okay. Ja gut, hier kommt das Salz. Nehmen wir auch mal mit. Und das Rubinerz. Oder ist ja kein Erz, ist ja ein Rubin. Ja, mit Pam können wir auch mal so ein paar nette Sachen machen. Nachdem wir ja jetzt die ganzen Lebensmittel anbauen, sollten wir sie auch verwenden. Nutzt ja nichts, wenn wir die immer nur anbauen und nichts damit tun. Aber deswegen machen wir das ja hier unten. Scheiße. Okay. Deswegen machen wir das ja hier unten, wollte ich sagen, damit wir eben genug Redstone für die Stromversorgung bekommen. So, und als nächstes müssen wir dann wirklich mal ein paar Endermen umhauen, damit wir Enderperlen bekommen, damit wir uns Enderkisten herstellen können. Und mit diesen Enderkisten können wir dann quasi wireless die Sachen hin und her transportieren. Das wäre noch viel eleganter, als würden wir jetzt alles mit. Guck mal, ist hier alles voll? Ne, wieso geht denn das nicht in den Miners Backpack? Naja. Warum mache ich das? Ich hab doch meinen Hammer. Also die Enderkisten sind viel besser, um die Sachen zu transportieren, als elendig lange Leitungen für mein Applied Energistics System zu bauen. Zumal je länger die Leitungen von Applied Energistics sind, umso schwieriger wird es ja auch, die zu managen. So, Redstone. Und wir müssen ja dann auch mal. Ah, guck mal, noch mehr Diamanten. Ein Traum. So, was haben wir hier? Peridot. Gut. Ja, also die automatische Erdschmelze und so wird ja dann auch, müssen wir dann mal machen und generell die automatische Weiterverarbeitung von allem. Aber um das zu machen, brauchen wir natürlich auch erstmal alles von allem.
Was vielleicht aber auch ganz cool wäre, wäre, wenn wir uns eine Maschine bauen, die für uns das Farmen übernimmt. Sei es ein Turtle oder auch vielleicht eine Bahn, die hier unten gräbt und so. Das kann man ja auch theoretisch tun. Weiß ich nicht. Müssen wir uns mal Gedanken machen, ob das denn nicht vielleicht noch mehr Diamanten. Oh, jetzt, also irgendwann glaubt mir das keiner mehr, ne? Guck mal, wie viele Diamanten haben wir denn jetzt schon? Das, also gucke ich gleich mal. Wie krass ist denn das? Junge, Junge. Scheint eine nette Area zu sein hier. So, und jetzt haben wir hier eine Drecklandschaft vor uns, die es mir nicht möglich macht, mit meinem Hammer zu arbeiten. Ist aber auch nicht schlimm. Dann machen wir das eben so. Und schon geht's weiter. Oh, Redstone, yay. Dafür sind wir ja letztendlich hier, ne? Und davon gibt's am wenigsten immer. So, zwei Rucksäcke hatte ich gehabt und beide, na gut, der eine ist voll und der andere ist noch mit 7 Plätzen belegt, heißt, er hat noch 8 Plätze. Sollten wir vielleicht ausnutzen. Dann graben wir hier nochmal ein bisschen weiter. So, weiter geht's. So ein bisschen graben wir noch nach vorne, würde ich vorschlagen. Hier ist ja auch noch ein bisschen Redstone jetzt. Und dann verlassen wir diese Höhle. So mein Vorschlag. Und dann können wir uns den schönen Dingen des Lebens zuwenden. So, gucken. Ja, ist einfacher so. Müssen wir nicht von Hand alles drumherum abschlagen. Soll der Hammer das erledigen für uns? Oha, hier ist auch noch eine ganze Menge Material. Das nehmen wir natürlich alles mit. So, in der Decke war nichts. Ah, hier noch ein bisschen Saphirerze. Lapislazuli. Gut. Ja, und auch Gold haben wir einiges jetzt. Ich glaube, vom Ferrus könnten wir immer noch ein bisschen mehr gebrauchen, genauso wie vom Aluminium oder hier von dem Peridot. Aber ganz genau wissen wir es erst, wenn wir nachher unsere Taschen ausleeren, um dann sagen zu können, wie viel Material wir hier rausgeholt haben. Und das alles nur, um uns die Kabel herzustellen. Die Stromkabel. Natürlich brauchen wir da auch noch eine ganze Menge Plastik. Aber das finden wir ja leider nicht hier. Das finden wir dann nur draußen. Hier ist viel Zeug. Ja, die Ebene gefällt mir an sich ganz gut. Oh, Uran. Ganz schön viel. Ah, da ist noch was. Nicht, dass wir das vergessen. Perfekt. Ah, hier ist auch noch was.
Weitere Perido. Man findet dann immer so kein Ende. Wenn man hier einmal so einen Lauf hat, dann will man auch immer weiter graben und immer weiter graben. Tja. Sind aber auch nette Sachen hier unten. Aber na gut, man kann ja auch durchaus wann anders wiederkommen. Guck mal, ein bisschen Kupfer noch. Und wenn wir dann wann anders wiederkommen, dann können wir auch an einer anderen Stelle mal weitergraben. Dann müssen wir nicht hier diesen elendig langen Weg laufen. So, hier müssten wir doch irgendwo... Guck mal, das sind auch noch Diamanten. Schick, schick. Boah, was haben wir jetzt in den letzten Folgen Diamanten hier rausgeholt? Und wie viele Diamanten haben wir vernichtet? Oh je. So, na gut, so, aber diesen Diamanten sollten wir doch gefahrlos jetzt kriegen. Perfekt. Gut, dann passen wir hier ein bisschen auf. Aber in der Nähe von Diamanten, oder andersrum, in der Nähe von Lava finden sich ja doch häufig Diamanten. Deswegen haben wir da jetzt wahrscheinlich Diamanten gefunden. Und es ist auch die richtige Ebene dafür, ne? Obwohl es vielleicht ein bisschen zu hoch war. Nun gut. Aber so langsam sollten wir wirklich ein Ende finden. Aluminium nehmen wir noch mit. Und diese Air-Infused Stones. Ja, hier das Hyalurid in jedem Fall natürlich auch. Das können wir in großen Mengen gebrauchen. Tja. Ja gut, komm. So, das soll jetzt das Ende sein. Und lass uns nochmal schauen, ob wir irgendwie hier drüben noch weiterkommen. Hier ist ja irgendwo eine Höhle. Also zumindest wird da so eine angezeigt. Tja, na gut, vielleicht aber auch nicht. Ja, es ist Zeit für uns zu gehen. Gut, so, flitzen wir mal zurück und schauen, ob wir da innerhalb der nächsten 3 Stunden irgendwo ankommen. Und dann, ja, aber wir können uns ja auch im Prinzip teleportieren. Ich will nur mal schauen, ob wir da vorne noch irgendwas Schickes finden. Boah, sind wir aber doch schon eine ganze Ecke gekommen hier. Sehr weit sind wir gelaufen. Und da ist das Ende. So. Und das alles nur, weil uns dieser blöde Creeper hier hin teleportiert hat. Mehrfach. Was hatten wir da? Sulfur. Tja, brauchen wir bestimmt auch irgendwann. Jetzt gerade erstmal nicht. Nun gut, ich schlage vor, dass das jetzt für heute hier mit der Farm-Session erstmal beendet ist. Wir werden sicherlich später natürlich immer mal wiederkommen, ist klar, so wie wir es die letzten Male auch gemacht haben, aber jetzt reicht's. So, hier die Kohle, das nehmen wir noch mit, so als Andenken. So, was hatten wir hier? Zinn und da ist noch, das sind noch Rubinerze. So, von dem Zinn haben wir tendenziell auch eigentlich immer zu wenig.
meine ich. Deswegen lass uns auch hier ruhig noch das Zinn mitnehmen. Und außerdem kann dann auch mal meine Spitzhacke so langsam hier den Geist aufgeben. So. Was haben wir denn da noch? Silber. Thermal Foundation. Und Salz. Na gut, das Salz, das werden wir auch irgendwann mal brauchen, noch nicht jetzt. So, Peridon nehmen wir aber auch mit. So, guck mal, ist egal in welche Richtung man gräbt, ne? Immer findet man neue Erze. Ich will mich da jetzt ja nicht beschweren, ne? Aber wie soll man denn jemals zum Ende kommen, wenn man immer zwischendrin aufgehalten wird? Das geht ja gar nicht. So. Okay. Wunderbar. Können wir die auch nochmal mitnehmen. Guck mal, was hier noch alles so rumkreucht und fleucht an netten Sachen. Oh, schau mal, da haben wir noch Quarz. Das ist auch Mangelware geworden bei mir in letzter Zeit. Denn irgendwann werde ich nochmal losgehen müssen, damit wir Quarz finden. Aluminium. Und Eisen. Also ich glaube, Eisen haben wir auch erstmal einen relativ großen Vorrat. Oh je. Hier waren wir auch noch nicht. Da ist auch noch so viel Zeug. Guckt euch das an hier. Oh, hier ist noch Quarz. Das nehmen wir aber mit. Wenn wir doch schon mal da sind. Tja. Kupfer. Ach ja. Und da unten geht es auch weiter. Aber irgendwo hier bei diesen in diesem Labyrinth von Minenschächten müssen ja auch irgendwo Kisten versteckt sein, ne? Irgendwo, wo wir es nicht finden. So, was gibt's hier noch alles? Oh Mann. Ja, das nehmen wir gerne auch mit. Das ist dann natürlich auch schon Massenware mittlerweile, aber immerhin. Fällt mir ja schwer, hier auch so das Zinn und so zurückzulassen. Aber es hilft ja nichts, ne? Gut. So, die Lava verschwindet. Aber auch hier die Schienen, ne? Die können wir jetzt auch eigentlich mal mitnehmen. Umso weniger muss ich die dann später herstellen. So. Na, jetzt finde ich doch hier kein Ende drin, ne? Mann, Mann, Mann. Ja, hier vorne habe ich die Lava weggemacht. Dann gehen wir hier mal schauen. Irgendwo wird es ja noch was Schickes geben für uns. So, hier geht's auch wieder runter. Und wo geht's hier hin? Hier ist auch wieder irgendwas. Oh Mann, ey. Nein, hier ist nichts. Da ist vielleicht so ein bisschen Uran. Quatsch. Uran. Peridot.
Tja. Ja gut. Komm, ist egal. Wir werden jetzt uns nach Hause teleportieren. Oh, bin ich erschrocken. Blöde Fledermaus, denn es ist nicht zu erwarten, dass wir jetzt hier noch auf irgendeinen Schatz stoßen. Wenn doch, wäre natürlich gut. Aber nein, das tun wir nicht. Also, dann geht es nach Hause. Sind wir zu Hause angekommen? Machen wir was? Erstmal unsere Taschen leer. Und dann ziehen wir mal Resümee über das, was wir gefunden haben. Dann nehmen wir aber noch den Gummi mit, den Rubber. Und schon haben wir keinen Rubber Tree mehr, kein Tree Tap mehr. Ja, Gummi, das könnten wir uns noch besorgen. Na, ich glaube, das machen wir dann jetzt mal als nächstes. Wir besorgen uns Gummi. Den Redstone haben wir ja jetzt. Gut, Moment. Dann knallen wir hier mal alles rein, was wir so aktuell nicht gebrauchen können. Das essen wir schnell. Oh, dann sind wir auch schon, guck mal, auf Stufe 29 wieder. Ember, Zertus, Quarz, Rubine. Das Sticky Risen lassen wir hier. Das kommt dahin. Oh, jetzt haben wir auch nichts mehr an Kohle. Kohle, Charcoal, Coal, Coke. So, okay. So, dann kannst du hier weiterverarbeiten. Der Rubber kommt mit. Der wird für mein Raw Plastic wird der verwendet. Warte mal, muss man das. Ja, genau, so war das. Für die Plastic Sheets. Auch die brauchen wir ja später. So, sehr gut. Dann geht's daran, die Taschen hier leer zu machen. So, Gravel. Haben wir denn hier noch viel Gravel? Ah, komm, knallen wir das mal hier rein. So, Gravel weg. Miners Backpack. Also, die erste Kiste öffnet sich. 29 Diamanten haben wir da rausgeholt. Ja, wie geil ist das denn? 29 Diamanten. Wie krass. 5 Rubine. Silber, Ferrus, Gold. Flint, Zinn, Jellurit, Aluminium, Eisen. So, mal schauen, was denn der andere sagt. So, da haben wir auch noch Dark Iron. Das ist das, was wir dann da gefunden hatten unten. Saphit, Kupfer, Lapis Lazuli. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5,5 Stacks Redstone gefunden. Ja, sind wir damit zufrieden? Ich denke, vorerst sind wir das. Bedeutet, wir können uns die Kabel herstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist Colored Redstone Block. Rednet Cable. Redstone und Gold Nuggets.
So, und dann bekommen wir 8 RedNet Energy Cable. Gut, das reicht mir aber nicht, denn wir brauchen ja auch noch diese. Das heißt Plastic Sheets und Redstone. So. Plastic Sheets. Und Redstone. Zip. So, dann bekommen wir RedNet Cable. Dann müssen wir da wieder warten. Tja, ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, wie viel Kabel wir insgesamt benötigen. Schauen wir mal, wenn wir uns die jetzt auch noch mitnehmen, sind wir bei 32. Vielleicht genügt das für den Anfang. So, dann schmeißen wir das auch noch mal wieder da rein. Du arbeitest. Gut, ihr seid fast leer. So, wie sieht's denn hier aus? 39 mal Rubber. Knallen wir da auch noch rein. Und der ist auch. So, fertig. Gut, was hat man denn eigentlich hier noch drin? Gar nichts. Da haben wir auch nichts mehr drin und da auch nicht. So, hatten wir hier noch irgendwelche? Ne, hatten wir auch nicht. Auch da müssen wir mal schauen, dass wir uns hier noch ein paar so ein paar Kristalle oder so herstellen. Gut. Dann können wir ja rüberflitzen in unsere Nahrungsmittelfabrik. Fabrik. Und können. Wieso wächst die eigentlich nicht höher? Ja, und können schauen, dass hier alles läuft. Aber nicht hier, sondern hier. Ach ja, und guck mal, da fällt mir gerade ein, wo ich das sehe. Da habe ich schon wieder nicht geguckt, wie man das so am besten macht. Naja, aber das ist ja immer noch gefüllt mit 98,3%. Gut. So. Das reicht ja bei weitem nicht. Gut, was hatten wir denn hier? Oh meine Güte. Zack. 7 Stück haben wir noch. Die kommen weg. Na gut. Da werden wir also immer noch welche brauchen. Wie viele denn? Zählen wir es mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und da auch, das sind dann insgesamt 30, die wir da brauchen.
Aber na gut, das kriegen wir hin.